So Leute, sind wir wieder bei Feuerrot. Oh nice, dass man da in der Nacht chillen kann. Ey, ich habe gerade ein selbstgeschriebenes Projekt aufgenommen. Jetzt bin ich froh, ja mal so nicht durchchillen zu können. Okay, wir sind hier bei der Schweigebrücke. Ne, Stille Brücke heißt sie, okay. Ich wusste nur, dass es im Englisch Silent Bridge heißt. Daher, ja. Okay, Tabitha. Okay, also von der Bieter, die jetzt der Habitat oder so erwartet, keine Ahnung, wie so, aber oh. Den werde ich ja sowas und schnell raus. Und sorry, da gehe ich überhaupt kein Risiko. Also der Internet ist nicht sehr schnell. Und diese Quapsels, Quatsch. Ja. Ich finde, gegen Wassertagen ist ja sowas von saumäßig schwach und. Warum zum Teufel hat er nur noch Body Slam und sonst nichts? Also da hat er doch davor noch eine andere Attacke, oder? Wenn geht das zwar gut, aber trotzdem, da die Schnarcher raus. Hallo, man kann ihn doch nicht nur mit Body Slam rumlaufen lassen. Da muss er sich. Genau, Kopfnuss hat er doch noch. Da muss ich doch auch noch irgendwie wehren können, oder? Pff, ja, einfach mal 15 Body Slam AP und das reicht dann, oder wie? Hallo, das ist doch viel zu wenig. Ja, chill mal, ist gut, Quapsel. Komm. Hallo? 5? Hallo, es heißt Duplex Heap. Na gut, vorbei. Unter diesen Umständen würde es heißen Duplex Duplicus. Mehrmals, okay. Ja, okay, entschuldigt. Ich habe es gerade mit Duo verwechselt oder so. Aber Duplex Duplicus heißt tatsächlich zweimal, mehrmals, wenn ich weiß. Im Lateinischen, aber ich möchte natürlich auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. So, zu diesem Ort hier kann man sagen, dass es sozusagen die Verbindung von Fruxania City nach Lavandia ist. Ich nehme mal, wir sind mit Lavandia gekommen, schaut es zumindest aus. Was das ist einer der beiden, das zweite Relaxo gekillt haben muss. Oh, wunderbar, wunderbar. Seine Attacken haben sich auch leicht minimiert. Ich meine, Hornbohrer, wann setzt man das schon mal ein, ganz ehrlich, bei der 30% Treffchance? Also ich benutze es ehrlich gesagt nie, weil diese KO-Attacke bringt mir einfach nichts mit dieser geringen Treffchance. Da setze ich lieber auf Typvorteile richtige Attacken, aber jetzt haben wir es nun mal. Allerdings bringt es wieder mit den Attacken nur. Das ist größtenteils das Problem. Es gibt so viele Trainer. Das ist unglaublich. Es gibt keinen Ort in Pokémon, wo sich die Trainer so sehr staunen wie noch nicht einmal im Silph-Turm. Und mit all diesen Trainern, die hier rumlaufen, ja, muss man da irgendwie einen Konsens finden. Und ich glaube, das schafft fast niemand, hier durchzugehen, ohne zumindest einmal zurückzulaufen und sich die AP aufzuheilen, wenn man alle Trainer besiegt. Ist natürlich ein super Ort zum Trainieren, auch wenn die Level etwas niedrig sind, aber damit kann man, glaube ich, einigermaßen leben. Aber ohne zurückzulaufen, boah. Aber ja, fick dich! Warum triffst du das jetzt nicht? Ja gut, ja, okay, dann mache ich halt einen Eisstrahl, passt auch. Der kann dann, steigt dann eh gleich ein Level auf, ist gar nicht so schlecht. Genau, Eisstrahl hier. Auf jeden Fall, ja, wenn man dann so an der Brücke rumgammelt, eignet sich das perfekt, um so, ja, über alles würde ich jetzt reden. Das dauert normalerweise, wenn man nur ein P macht, 3-4 Parts und hier noch durch ist. Oh, Hydro-Pumpe. Aber ich kann Server nicht vergessen lassen. Und ich habe auch gar kein Interesse daran bei der 80 Treffchance, daher nicht. Jetzt Aqua, also und Nassschweif, hätte ich gerne nehmen, aber ansonsten. Ja, ich bevorzuge das hier schon noch vor der Silph-Code zu machen. Erstens sind die Level hier ein Stück niedriger, nicht viel. Die sind etwa gleich, aber hier sind sie ein ganz kleines Stück niedriger. Und zweitens, liegt das daran, dass oh mein Gott! 5! Du Wichser! Jetzt möchtet ihr mich echt ausquetschen, oder? Aber sowas von, ja. Und zum zweiten finde ich es eigentlich immer ganz nett. Also ich fand es immer geil, wenn man Team Rocket in Lavandia besiegt. Also erstmal nach von Miss City nach Fruxania City zu gehen. Den Radweg runter, da durch die Safari-Zone durch, alles auszuschalten. Die Arena zu schaffen, dann von Fuxane City wieder nach hier hoch, immer wieder zurück nach Lavandia, dann schließt sich der Kreis. Und dann praktisch zurück nach Safronia und dort Team Rocket endgültig erledigen. Diesen Kreis, diesen geschlossenen, fand ich immer verdammt genial.
Natürlich kann man auch gegen argumentieren, dass es in Fuxania City dann zwei der Zinsinoba-Insel geht. Lasse ich auch als Argument gelten. Aber mir hat dieser geschlossene Kreis einfach verdammt gut gefallen. So, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, aber letztendlich, was soll man machen? Ich meine, es sind so scheiß viele Taubsis und Habitats, die dieser Trip hat. Und ich meine Tauboga zu abwechseln. Nur Taubsis und Habitats. Und das Schlimme ist, mehr Taubsis wie Habitats. Weil wir auch doch so selten Taubsis gesehen haben, ne? Ja, der Wind dreht sich. Wonderful für dich. Schön, kauf dir ein Eis. Glückwunsch. So ein Idiot. Warum schaust du dumm aus der Wäsche? Und jetzt kommt der Nächste und macht mich dumm, Mann, ey. Ich glaube, ich drehe hier gleich durch. Hier nur Mongos unterwegs, oder wie schaut's aus? Übrigens, der Grund, dass es hier so halbdunkel aussieht, ist, weil es nicht ganz Nacht ist, wie sonst, wenn ich es aufnehme. Sondern es ist noch Abend, dazu 18 Uhr, so um den Dreh rum haben wir. Das ist der Grund. So, geh mal. Nein! Nee, du vergiftest mich, du Arsch, ich sag's dir. Okay, gut. Ich hätte dem sonst sowas angetroffen, das glaubt man gar nicht. Aber ich sehe mit Freuden, dass unsere Pokémon alle auf die Level 40 zugehen. Stony jetzt nicht, aber wenn man keine AP hat, was soll man, also keine Attacken, was soll man machen? Komm, der kann doch nicht dauernd der Hohle einsetzen, damit Schnarche um sich werfen. Und ich das jetzt tatsächlich vielleicht machen werde. Obwohl die Slam ist wirklich so im Eimer. Ich werde jetzt natürlich Erholung einsetzen, dann Schnarcher benutzen. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, ich nutze immer direkt die Pokeflöte, um ihn aufzuwecken, aber ja, in diesem Fall muss ich mit Schnarcher ansetzen. Und genau das ist das, was mir jetzt noch gefehlt hat. Er schläft, so dann noch treffen und dann noch eine Rauchwolke um sich. Gut, eigentlich sonst keinen Unterschied machen, weil er hat jetzt sowieso die Augen zu und sieht deshalb nichts. Okay. Viel Schaden, das hat er ja nicht gemacht, aber gut. Ich bin doch nur ein paar Level drüber, das darf man nicht vergessen. Schnarcher ist auch keine ultra starke Attacke. Jetzt mach ja nicht auf Relax. Du ein Idiot, Mann! Nein! Und das sage ich immer, es soll ja aufmachen, ich soll es nicht aufmachen. So, Bodyslam wäre bestimmt schneller tot gewesen, aber Smogon hat schon recht gute Verteidigungswerte, daher vielleicht auch nicht. So, Stony. Wow, 5 in KP und Schlafrede. Da kann er, soweit ich weiß, seine KP beim Schlafen wieder auffüllen, oder? Nee. Achso. Nee, ist nicht so sinnvoll, da gehe ich lieber mit Schnarcher weiter. Wenn er wieder Erholung einsetzt, habe ich den Salat. Oder Geno. Auch großartig. Nee, ich lasse ihn jetzt draußen, dass er mit seinem Body Slam das Viech kalt machen und gut ist. Also, what? Achso, die beschissene Rauchwolke, stimmt ja. Also ich bin froh, dass ich nicht an Markus Stelle bin, der dann noch weniger AP zur Verfügung hat. Also dem würde ich echt raten, dann erstmal zurückzulaufen, weil ansonsten ist das hier überhaupt kein Spaziergang. So, okay, mit Body Slam ist es doch ganz einfach gegangen, wobei es natürlich auch sein kann, dass da hier die Wesen anders verteilt sind. Das wage ich nicht genau zu sagen. Hau bloß ab! Okay, okay, chill. Ja, die haben aber schon recht hohe Level, das ist halt blöd. Ich bleibe jetzt einfach mal mit Terminator drin. Ne, hier möchte ich noch nicht hin. Meine Vogel-Pokémon, ja, okay. Vogel-Pokémon, da wäre ich jetzt eigentlich ganz gut mit Steinhagel, aber ja. Ich weiß, ich könnte zurückgehen und auffüllen, aber ich bin dann gespannt, wie viele wieder heulen. Ja, Mann, du wirst ja aufgeben, aber heilen, Mann, wohl das Spost, ey, was soll das, Mann? Also, ja. Aber gut. Eventuell werde ich es tun, wenn sich das der Party noch viel länger hinzieht. Ich habe ja noch eine Weile vor mir. Oh Mann. Wobei, ich es wahrscheinlich sogar tun muss, weil die beiden Pokémon, die jetzt wirklich am meisten Training brauchen, sind Stony und Terminator. Und die haben ein dermaßen schwaches, dermaßen schwache AP-Anzahl im Moment. Oh, bei dem könnte ich sogar mal zwei Stampfer brauchen, bis der tot ist. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Ja. Dachte ich mir. Ja. Oh nein! Nicht Heuler, Junge! Nein! Das ist jetzt scheiße! Nein! Bitte! Oh, danke, ey. Wobei ich jetzt am Herzen überlegen würde, ob er das Taubsi jetzt erledigen kann oder nicht. Da bin ich jetzt echt am Überlegen, ob er das schafft. Mit einem Schlag. Okay, ich habe im Notfall 2. Ist das so klar? Dieser Spast, Mann! Hätte er mich nicht mit irgendeiner schwachen Vogelattacke angreifen können? Nein, dann machst du dessen Heuler! Obwohl ich eh schon so eine Mega-AP-Knappheit habe. Gut. Malte ist erledigt.
Und damit wird es nicht sein, dass du übrig bleibst, mal zurückzulaufen. Weil sonst werde ich total kassieren. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, dann weiter geht's. 5 Minuten haben wir ja noch. Oh, den habe ich schon gekämpft, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch der hier oben. Nein. Was muss man eine TM einsetzen? Ja, das ist leider die alte Tradition, die zutage aufgekommen ist. Da gibt es nur per TM. Damals war es noch eher so, dass auch Pokémon Schlagattacken von selbst erlernen konnten. Es gab dann andere, haben dann die TM benötigt, aber es gab durchaus auch Pokémon, die Schlagattacken ohne TM erlernen konnten, auch gute Pokémon. Das stimmt heutzutage leider immer mehr aus. Ich meine, welches gute Psycho-Pokémon hat jetzt heutzutage noch, was heißt Psychokinese? Zypsil hat's getan. Oder Feuer-Pokémon, wer lernt jetzt noch wirklich einen Flammenwurf, wenn selbst von den Stars sind? Lurak hat's noch getan. Und Tornupto dann später auch noch, aber danach nichts mehr. Und genau auf diese Entwicklung spiele ich hier gerade an. Es ist eine, ja, eigentlich schon was traurige Entwicklung, dass alles nur noch über TMs gehen muss. Ich meine, klar, wenn man, kann man TMs nutzvoll einsetzen, bezweifelt ja niemand. Aber wieso lernt Pokémon einfach starke Attacken nicht mehr von selbst und vergisst dann immer alles, was die Pokémon sonst haben und schaut praktisch meistens nur auf die TMs. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber größtenteils sind es immer dann die TMs, die da dominieren. Und das finde ich einfach nicht gut. Also, ein großer Aufwärtstrend war ja, fand ich, in Schwarz und Weiß Rabigator, der von selbst Erdbeben und Knirscher erlernt hat. Das ist immer wieder so ein richtiger Aufwärtstrend, aber ich beobachte die Entwicklung halt nicht sehr positiv. Oh, in einem Fall habe ich das Fliegen schon beigebracht auf meinen Follow-Pokémon. Ja, habe ich. Finde ich jetzt nicht, dass er nicht sagt, ob ich meinem Pokémon den Fliegen beigebracht habe, sondern das Fliegen. Da verdeutlicht er ja praktisch, dass das eine Sache ist. So, mehr oder weniger, falls ihr blickt, was ich meine. Oh Mann. Solche Parts sind echt immer die schlimmsten. Ich meine, wenn ich jetzt in dem LP hier ganz alleine bin, kann ich mir was mega krasses überlegen, was ich in der Zeit diskutieren kann, weil es einfach immerwährend fortlaufend nicht sehr spannend ist. Aber wenn da halt nichts existiert, dann hat man da echt Probleme. Merke ich auch jetzt ziemlich eindeutig. Ibitak. Ja, da lasse ich den Krabat raus, damit ich mit Steinhagel angreifen kann. Gut, genau so war's. Kein Heuler, genau. Kann wieder lieber mit Sonarschoß. Das habe ich wesentlich lieber als Heuler. Da kann ich dich jetzt nämlich mit Steinhagel gut erledigen und dann haben wir unsere Ruhe. Nicht wahr? Genau. Weg ist der Fett. Fett ist noch nicht. Nee, was soll ich denn sagen? Genau, der Vogel mit der riesigen Flügelspannweite. Ich wollte da irgendwie ein Adjektiv draus bilden, aber habe keins gefunden. Ja. Falls es allerdings nur wenige Personen. Ist ja geil, dass wir immer diejenigen sind, die alle haben. Absolut alle. Und sie immer einfach so geschenkt bekommen. Ich meine, wenn vor allem wenige Personen besitzen, dann würde man von manchen Personen vielleicht erwarten, dass sie es verkaufen oder so. Aber stattdessen sehen sie uns und meinen, weißt du was, dir schenke ich es. Ja. Wie gesagt, da würde man echt erwarten, sie es eher verkaufen, wenn es denn so selten ist. Aber haben wohl keinen allzu großen Geschäftssinn, die Leute hier. So, mit diesem Trainer mache ich ja dann auch Schluss. Dann ist es gut für diesen Part. Habe ich viel geschafft. Komm, geht auch nie wieder. Sterb. Jo. Gut, dann beende ich diesen Part hier an dieser Stelle. Wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Feuerrot. Es geht dann weiter bei Neosun LPM. Wir sehen uns. Bis dann.